Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 2, der Definitive Edition, einem weiteren Community-Game. Und ja, ihr habt schon ein Video gesehen, ein 2:1 gegen Falkenmut, gegen Falrin. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal reinstarten, aber diesmal mit einem 3:1 und wollen nochmal hoffen, dass wir jetzt das Ganze hier schaffen können. Wieder mit dabei ist der Feldherr Tobi, grüß dich. Ja, servus, liebe Zuschauer. Und noch der Dre, grüß dich. Servus. So, und ich gehe auch auf bereit, nehme die Franken wieder. Ja, würde ich sagen, gehen wir auf ready. Und diesmal werde ich auch mit den Franken kein FF machen, sondern ich werde versuchen, auch ein bisschen am Anfang mit Speeren in Age 2 zu spielen, ein paar Truppen da noch zu bauen. Jo, ich bin die Litauer. Oh, ja, die Byzantiner. Ja, Byzantiner. Da haben die Gebäude ja mehr Lebenspunkte. Ja, ist aber, glaube ich, nicht das stärkste Volk. Das könnte spaßig werden. Schauen wir mal. Lol, wie starten denn hier meine... Sehr interessant. Ups. So. Was ist das eigentlich für Karten jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, okay. Ich versuche erstmal meinen Start einigermaßen gut hinzubekommen. Ja. Der Rest folgt. Ja, genau. Start ist geglückt. So muss das sein. Schauen wir mal, wo die Wildschweine sind. Ah, hier ist richtig viel Gold. Okay, schön. Aber mir fehlt schon wieder Holz. Ich sehe keine Bäume groß. Hier ist ein Wildschwein. Perfekt. Ich habe jetzt auch einen kleinen Gebüsch, sage ich jetzt mal, genutzt. Aber hier muss doch irgendwo... Ich gar nicht geguckt, was das eigentlich für eine Art von Map. Ja, das wissen wir beide gerade. Wir wissen ja, alle. Haben wir uns auch gerade gefragt. Wissen wir gerade leider alle nicht. Hier ist das andere Wildschwein. Ja, keine Ahnung, da muss ich jetzt hier einfach mal auf Holz gehen, sonst wird das eh nichts mehr. Ich probiere diesmal eine andere Taktik. Okay. Und zwar baue ich, mit Litauer kann man das nämlich machen, sofort eine Kaserne und baue sofort Truppen. Halt auch goldintensiv. Ja. Aber vielleicht kann ich dann schon mal frisch stören, das wäre super. Mhm. Ah, hier sind noch Schafe, okay. Hier sind die Bären. Das Holz ist ganz weit weg irgendwie bei mir. Also wirklich weit weg. Hier ist noch ein bisschen Holz. Da könnte ich jetzt mal hinlaufen. Ja, hier drüben ist Holz. Okay. Bauen wir das da mal ein Holzfällerlager, bitte. Jetzt erst meinen ersten Schafe gefunden. Ui. Okay. Ja, das geht mir auch öfter so. Das ist. Aber apropos, ich hole mir jetzt mal mein Wildschwein, mein erstes. So. Werde ich auch machen, sonst geht mir die Nahrung aus. Okay, das sollte aber ganz gut hinkommen eigentlich. Gut, also ich habe jetzt die ersten Militäreinheiten und Greifer. Jetzt schon, was? Ja, das habe ich gemeint, mit den Litauer kann man super früh angreifen. Okay. Um halt die Gegner ein bisschen zu stören. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein Haus bauen. Am besten vielleicht gleich zwei Häuser. Ja, ich habe schon vier gebaut, aber das könnte auch ein Fehler sein. Nee, das vier sind zu viel tatsächlich für den Anfang, das brauchst du nicht. Mhm. Okay. Also ich war jetzt noch nie bei so einer Aufnahme dabei. Wird jetzt alles mit aufgenommen, was wir auch sprechen und ja, so weiter? Alles, was wir. Okay. Alles, was wir sagen und das, was ich halt spiele, sozusagen. Okay. Ja, hat übrigens, also alles gut. Ja. Ich hab gerade neben meinem Angriff geredet und ich habe tatsächlich einen Siedler geschlachten können. Sehr gut, sehr gut. Wow, und das ging folgen gut. Ich bin ja. Krass. Kannst du stolz auf dich sein? Haben wir doch schon quasi gewonnen. Genau. Ja, es ist zumindest eine große Schwächung. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das stimmt schon. So. Wo ist eigentlich die PopCap hingelegt?
Wo ist was? Also Bevölkerung, wo ist denn das gekappt? 200. Der will mein Wildschwein weglocken. Das ist ja eine Taktik, die man machen kann, ne? Ja, ich weiß, ich wollte es bloß sagen. Das heißt, ich sollte mal mein zweites auch holen, schnell, ja. Guter Hinweis. Ich glaube, ich habe wieder einen Siedler killen können. Läuft. Ich bin gerade echt erstaunt, wie gut das gerade läuft. Oh, das hat mich jetzt schon sehr geslowt, dass das Wildschwein weg ist. Ja, verständlich. Bei mir klappt das jetzt ganz gut eigentlich, dass ich jetzt age. So. Und ihr geht mal bitte alle auf Holz darüber. Wir bauen bitte hier noch ein Holzfällerlager. So. Perfekt. Dann baue ich jetzt hier auch gleich noch meine Kaserne. Hier hin. Ah. Ja, gar nichts anderes übrig, als jetzt schon Felder zu machen. Bärensträucher? Ja, die baue ich auch noch ab. Ah, okay. Aber ich will immer erst auf 25 Bevölkerung und dann erst 4 Menschen. Jo, okay. Ja, ich kann auch noch nicht agen, weil ich eben, wie gesagt, früh in den Angriff jetzt investiert habe. Jetzt habe ich den Webstuhl leider vergessen. Das ist ein bisschen unglücklich, wenn er mich raiden möchte. Den erforsche ich immer direkt am Anfang. Ja, nicht direkt am Anfang, aber vorm Agent macht es wohl Sinn. Nee, aber die Goten, das ist ja gefühlt instant erforscht. Ach so, okay. Ah ja, stimmt. Das ist kein Riesenbonus, aber... So, dann baue ich gleich mal einen Speerkämpfer, weil ich halt mit einem Raid rechne und hole mir mal ein Holz-Upgrade. Also, was ihr jetzt an Schaden machen könnt, ist eigentlich ziemlich enorm. Ich habe zwei Siedler killed und ich habe zwei Bullsau killed, dass er den jetzt sammeln kann. Ja, stark. Ja, die Wildsau hat aber von mir. Okay, gut. Dann habe ich deine Wildsau killed. Ja, alles gut. Oh, Mann. Wer ist eigentlich in der sicheren Position? Ach, Gaius. Ich habe eine sichere Position, echt? Ja, ja, weil er ist da. Komplett auf der anderen Seite von der Karte. Ah, das ist ja super. Ach so, jetzt, ja, stimmt. Ich sehe, wo ihr beide seid. Stimmt, ich bin sehr weit hinten. Das ist. Deutsch. Ja, freut mich. Ja, dachte ich mir schon, dass er dort ist. Oh, ich muss ein Haus bauen, Leute. Ich muss ein Haus dringend bauen. Dann hole ich mir jetzt die Schubkarre, um die Zeit zu überbrücken. So. Und baue hier den Stall hin. Okay. Soweit, so gut. Er geht richtig auf den Boom, oder wie? So wie das aussieht. Schaut fast so aus, ja. Okay, scheinbar. Interessant. Ja, dann sind wir wenigstens alle sicher. Das ist schon mal gut, ja. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einen Scout-Push mache, aber ist da gar nicht notwendig. Ja, ein bisschen stören, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also ich schaue tatsächlich, nachdem ich jetzt eh schon so viel Schaden gemacht habe, dass ich leider versuche, ins Dritte zu gehen. Ja, ich mache jetzt Scout-Push dann gleich nochmal. Wobei ich hätte ja dann auch hier dingsen können, naja, gut. Oh. Ich habe vergessen, Bauern nachzuproduzieren, sehr gut. Ja, das passiert ganz schnell. Ich habe mit 4 Speeren. Das heißt, ich sehe jetzt alles, was ihr habt. Sehr gut. Ah, hast du schon gebaut, okay. Mhm. Nicht schlecht. Ich werde vermutlich hier in etwa einen Markt bauen, oder? Ja, mach das. Mhm. Falls das Spiel so lang geht, kann das nur wichtig werden. Ich baue eigentlich meist den Markt relativ optimal zu Beginn.
2. Auch wenn es vielleicht nicht effektiv ist. Ah. Mistklicks hier. So, ich gehe jetzt mal mit 4 Speeren vorwärts. Und ich baue auch den Markt noch. So. Ja, der Bauer zieht doch echt ein, okay. Ja, Gang 3 ist halt schon tough. Ja, muss man dazu sagen. Ja, das ist absolut richtig, das stimmt. Also bei seiner Elo glaube ich schon, dass er weiß, was er tut. Ja, ja, ich meine, ich glaube, er hat das halt von mir nicht erwartet, weil normal verlierst du nicht 2 Siedler und 2 Milizsoldaten. Komme ich da irgendwo rein eigentlich? Nee, ne? Das Lustige ist, wir haben vorher noch drüber geredet. Das, er hat mir empfohlen, dass ich das mit Mach mit habe. Ah, okay. Okay, ich muss mal wieder vom Holz ein bisschen weg. So. 2. Bauen die Stelle, wo ich vorhin markiert habe, jetzt zum Markt. So, ja, ich habe hier einen Markt. Ja, also meiner wird hier errichtet. Aber wirst du sehen. Ah ja, ich muss jetzt endlich diese Schmiede bauen, Leute. Ich wusste, okay, ich gehe ins nächste. Ich wusste, ich habe was vergessen. Oh! Ja, da passe ich einmal nicht auf. Tötet er mich mit ein paar Speerkämpfern. Einem Speerkämpfer. Ich komme nicht durch den Wald durch. Krass. Oh Gott. Oh, okay. Ja, gut, hätte man es eigentlich länger können. Naja, klar. Ja, ich bin auch am Weg in dritter Zeit. Ich schätze auch. Ja, ich gehe auch sofort. Komm, 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 komm. Jetzt. Jetzt hätte ich auch so. Ich baue da eine Burger-Offensive. Habt ihr Einheiten, um mich dann zu unterstützen? Ich habe 3 Speer. Okay, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also ich habe mir gedacht, dass ich die Burg dann vielleicht da ungefähr herbaue. Ja, ich kann dann mit sofort. Okay, super, dann gehst du am besten jetzt Fähre, weil ich schicke meine Siedler vorwärts. David, okay, ja, ich komme auch darunter. Ich brauche Bloodlines noch. Ach, deswegen hast du so eine komische Zahl. Der baut, glaube ich, ist das eine Castle oder ein Dorfzentrum gewesen? Wahrscheinlich, das ist bestimmt ein Dorfzentrum. Ich baue noch einen zweiten Stall und sobald ich geaged bin, baue ich dann noch Dorfzentren. So. Ich hole mir auch schon direkt die Schmiede-Upgrades. Okay. Ich hätte natürlich den. Jetzt da mal Burg. Jo. Mach das, ist aber sehr offensiv, okay. Baut er dann nicht auch gerade eine Burg oder was baut er da? Ich hätte gedacht, du gehst hier auf die Burg, auf die Erhöhung. Achso, oh, ja, nein, die wollte greift ihr mit an, greift ihr mit an? Ja, ich bin unterwegs. Aber wobei die Speer halt drauf gehen, ne? Ohne viel Schaden zu machen. Tobi, das war ein bisschen sehr offensiv. Ja, es kann aber schon funktionieren. Also ich baue jetzt 2 Ritter gerade. Erstmal das Holz upgrade. Ich werde jetzt auch auf den Boom gehen, wenn es okay ist. Ja, also ich werde aggressiv spielen, ich werde das Dorfzentrum bauen. Ich baue es ein zweites Dorfzentrum. Aber ist okay, ja, dann baut sie ein bisschen Wirtschaft dahinter. Also meine Burg kann jetzt ein Dorfzentrum angreifen. Was war nochmal Bevölkerungscap? 200. 200. Ja gut, ich baue trotzdem 3 Dorfzentren. Ja, ja. Ja, apropos, ich baue dann glaube ich auch nochmal welche. Hierhin bitte. Ich glaube, ich gehe hier nochmal stärker aufs Gold.
Wenn es ihr Esche auf Kampf geht oder so, oder du, Kaius, ja, baue ich Belagerungswaffen, wenn es recht ist. Ah, du baust hier vorne auf Frontbase, ne? Ja, ich schicke auch mal ein paar Siedler vor, das wäre wahrscheinlich auch mal sinnvoll. Das wäre wohl auch mal angebracht. Also das passt, oder? Wenn ihr Belagerungswaffen baue. Ja, ja, klar, gerne. Ich muss halt jetzt erstmal noch mit Siedlern hier nach vorne kommen. So. Okay. Ah, jetzt fehlt mir langsam Holz. Das kriege ich hoffentlich wieder in den Griff. Na, ich schieb auch schon die Bauern hin und her. Wann ist denn mein anderes Dorfzentrum noch fertig? Das kriegen wir gleich wieder in den Griff. Er scoutet mit einem Bogenschützen offensichtlich. Oder er... Nee, er steuert ihn nicht. Ich kann ihn einfach mit den Bauern killen. Jo, selber. Sehr gut. Ah, du kommst da sogar rein? Ja, dann komme ich da mit. Wenn da jetzt offen ist. Gaius, deine Siedler stehen da ein bisschen komisch, oder? Dankeschön. Ja, mir fehlt einfach das Holz. Warte mal, dann baue ich hier vorne auch ein Holzlager, bitte. Also das schaut ja Premium aus, ganz. Sieht richtig gut aus. Das ist ja 3 gegen 1, aber... Aber das wundert mich, ich weiß auch nicht. Beim letzten Spiel hat er uns ja ziemlich fertig gemacht. Ich muss aber sagen, ich bin besser als vorhin. Also das am Sprint ein bisschen merkt man schon den Unterschied. Ja, ich hab ein bisschen verkackt am Anfang. Da oben ist doch ein Siedler, den habe ich genau gesehen. Der will wegrennen. Ach so, da ist noch ein Dorfzentrum. Ha. Oh, greife ich das doch auch an gleich. Ja. So. Der baut da, was baut der da? Burg oder was? Wir müssen das verhindern, oh mein Gott. Aber ich glaube, er schafft's. Da dann. Gaius. Da, ja. Wo genau? Da? Obwohl, jetzt ist wahrscheinlich eh schon reich. Spät. Nee, ist schon zu spät, da komme ich nicht mehr rein. Ja, okay, ist, boah, schade. Okay. Das ist echt ein bisschen problematisch. Also meine Wirtschaft fängt sich auf jeden Fall jetzt. Ja, bei mir geil, ist du verlierst da sämtliche Ritter da herum. Ja, aber es ist halt zur Hälfte down, wenn jemand noch von euch damit reinpushen würde. Ja, nein, ich kann nicht. Also ja, okay. Ich kann mein Mange aufgeschicken, ja. Das kann ich machen. Ja, nee, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr, ich komme schon zurück. Okay. Ich baue jetzt hier vorne bei euch auch noch einen Stall. Ich gehe dann bald in Imperial sein. Um Triebwerke zu bauen, um seine Burg einzureißen. Bin ich angegriffen? Nee, oder? Nee. Eine Kirche baue ich jetzt auch. Eine Kirche. Elfers zum Markt? Ja. Ja. 82, 63. Ne, ich handle mit Grün. Der ist sicherer. Ja, wie du meinst. Und kaum Unterschied. Du bist oben, ne? Ja. Wo ist dein Markt? Ganz hinten im Reich. Ah ja. Ja, schicke ich doch auch schon mal was los. So. Holen wir mal die Reliquie hier. Und dann holen wir uns noch Universität, bitte. Macht jetzt schon Kataphrax? Aber ja, also ich bin mit 4 Lighties, also Ritter in seiner Base drin und konnte Chi stören. Hey, das sehe ich gar nicht. Wie du. Ach, da hinten bist du drin. Ach, cool. Ja, der hat auch schon hier gemauert. Ein Stein, dass er. Da Gaius, deine Einheiten. Ja, gut. Ich habe nur einen Zieler getötet. Alles gut. Und ich will dieses Dorf. Ja, da also oben. Wie gesagt, ich bin am Weg in der Imperialzeit. Wenn ich da bin, kann ich nämlich dann Triebwerke bauen. Das ist cool. Und ihr habt also Militär, also ich will beschränken wir jetzt mal auf die Belagerungswaffen, ne? Ja. Ist noch irgendwo Reliquien, die man einsammeln kann? Da oben. Bei mir hinten, ich werde nicht dafür gehen. Ja, hole ich mir. Oh shit, keine Häuser mehr gebaut. Haha, haha, haha.
2, 3. Vier, so. Ich versuche jetzt auch Imperial zu gehen. Fehlt halt noch ein bisschen Gold. Habe ich es nicht geschafft, das Dorfzentrum einzureißen? Okay. Ah, er baut es nach. Ja, das war ein bisschen eine Verschwendung. Ne? Ja, was hat denn er da? Kataphrakte, ja. Pass auf, deine Einheiten da auf, ne? So, ich age jetzt. Da kommt 5 Gold jetzt. Perfekt. So, meine Upgrades fehlen mir natürlich alle noch. Ist krass, wie schnell man wieder irgendwie von einer Ressource zu viel hat. Jetzt konntest du meine Banden retten. Die ging ja kaputt. Okay. Ja, bin da. Oh, da kennen wir nochmal welche von hinten. Ja. Naja, egal. Die baut jetzt die Brücke, das ist sehr wichtig. So. Ich age jetzt auch. Ich habe jetzt aktuell 102 Bauern. Oh, stark, du bist richtig boom, ne? 102 Bauern, ich habe 78, krass. Da hast du echt gut. Jetzt habe ich 103. Ich fange dann an mit Triebwerke seine Burg zu belagern, okay? Ihr müsst mir nur praktisch beschützen, nur meine Triebwerke. Jo. Ich muss jetzt erstmal in der Schmiede mal noch Upgrades holen. Der hat da oben auch Kasernen und sowas gebaut, ne? Ja. Die werde ich dann gleich niederreißen. Also ich kann gerade beide seine Burgen einreißen, wie ich das sehe. Eins, drei, vier. Eins, zwei, drei. So, ich bin Imperial. Und dann gleich die Chevaliers. Okay, ich habe untätige Siedler. Ja. Ein Priester steht AFK grün. Ja, den muss ich noch mitnehmen, ja. Dankeschön. Also beide seine Burgen sind jetzt dann down. Sehr gut. Er schwächt schon ziemlich gut. Ja, das ist sein Lebenselixier, weil er geht auf Kataphrakte, was ja, die man nur in der Burg produzieren kann. Stimmt. Wo war jetzt noch dieser Priester? Die Brizanz sind auch ziemlich gut bei Trash-Units. Ja, gut, stimmt. Ich gehe direkt auf Voskala. Mhm. Ich bleibe einfach nochmal bei dir, Tobi, und beschütze dich, falls der da kommen will. Unten war es relativ knapp, so wenn du dann zum Westen schaust, wo wir gerade so zerwollen können. Okay, Spiel passiert. Ah, okay, ich brauche kurz. Kein Problem. So, 89 Siedler habe ich jetzt. Ich finde es lustig, wie ihr einfach voll auf Aggression und Belagerungswaffen und Burgen geht und ihr boomt einfach. Ich habe trotzdem meine Ritter vorne. Punkte, aber ja, es passt eh. Ich finde ja gute Kombo. Weil ich sitze noch unter Druck, aber ich sprühe ja nicht gern wirtschaftlich. Das könntest du dann gern ihr übernehmen. Ja, das stimmt. Das ist echt eine gute Kombo, ja. Aber es wundert mich irgendwie, dass er gar nicht, also er hätte ja trotzdem wie bei unserem 1 vs 2 einen schon mal ein bisschen am Anfang fokussen können, oder? Ja, er hat sich halt diesmal defensiv können. Also ich glaube, das hätte mehr Probleme gemacht. Nee, hätte es nicht. Wenn er halt Early Aggression macht, dann schwächt er sich ja auch selbst und die anderen beiden sind dann außer Gefahr quasi. Ja, okay, das stimmt. Ja. Wobei, keine Ahnung, er wirft schon, finde ich. Also, keine Ahnung, mich würde er auf jeden Fall zurückwerfen, wenn er mich halt schwächt, was die Siedler und so weiter angeht. Ja, mir hat er bestimmt auch 2-3 Minuten geklaut durch das Wildschwein. Ja, stimmt, das ist natürlich
Cleverer Move. Umpolen. Cleverer Move von ihm, ja. Ich habe gerade auch viel zu viel Holz. Ich habe jetzt 1000 Holz. Ich muss mehr Felder. Wobei, Felder. Ja, ein paar Felder kann ich noch bauen. Aber ich habe 15. Ne, wobei, 15 auf Holz ist schon nicht schlecht. Ich habe 27 an Holz und es geht mir aus. Oh, jetzt habe ich hier bald kein Gold mehr. Uiuiui. Ja, ich habe schon 4 Märkte für Handelskarren. Ja, aber es gibt doch hier noch ganz viele Bergarbeiterlager, die ich bauen kann. Also alles gut. So. Wo kann ich noch hin? Da oben ist auch noch Gold. Da gehen wir mal auch noch hin. Aber was muss bitte durch seinen Kopf gehen? Dass er das alles managen kann. Oh, er will oben. Oh, er kommt mit Pikinieren. Da musst du drauf schießen. Kannst du da drauf schießen auf die Pikiniere? Mit Ringbock. Hey, kämpf einfach. Du hast Chevaliere. Ja, ich habe auch mehr davon, ne? Ja, also du hast schwere Kavallerie, die schaffen nicht. Er hat nicht so Lust, dass ich. Oh, er hat aber viele. Er will mich locken, glaube ich. Kannst du da drauf schießen? Auf die Masse, Tobi? Also mit Ringbock hat das relativ wenig Sinn, ehrlich gesagt. So, ach, die können nicht treffen, oder was? Ja, können sie, aber es sind ziemlich treffunsicher, sag ich mal. Okay. Ja, seine Pikemans, die sind mir so egal. Was hast du, ja, stimmt, was hast du denn? Gut, Huskale. Wo ist denn deine Armee überhaupt? Da oben? Ach, du bist mit den Huskalen schon drin, okay. Aber wie viel Kasernen hat der denn da? Ja, der hat da richtig. Alter, der hat ja eine eigene Base da aufgebaut. Wow. Ja, dann geh ich doch mal in die Base rein. Mit den Kavallerien. Aber das ist auf der GG. Ja, okay. Ja. Naja, wow. Sehr schön. Die Kombi da jetzt aus den Huskalen, dass deine Chevaliere safe sind, ist halt. Ja, ich glaube auch, das ist eine super Kombi. Und ich bin jetzt auch schon auf. Was waren das? Paladine gegangen? Ja, jetzt wollte ich noch auf Paladine entwickeln. Ich hatte jetzt auch 130 gleich. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ich hole ihn nochmal kurz dazu. Mhm. GG, Falrin. Hallo. Ja, GG. Hallo. Ja, du hast alles gegeben. Da war dann dir das 3-2 doch zu stark, vor allem in unserer Komposition irgendwie. Vor allem, wir haben schon gehört, Tobi hat sehr früh guten Druck gemacht. Ja, richtig. Hast du nicht damit gerechnet, weil du hast mir das ja sogar vorher nur empfohlen. Aber nochmal, für mich, weil ich es da nicht richtig gesehen habe und für die Zuschauer, was hast du nochmal genau gemacht, Tobi? Also ich mit Litauer starten wir mit 150 Nahrung mehr am Anfang. Ja. Das heißt, ich kann es mir sozusagen leisten, sofort eine Kaserne zu bauen. Und dafür halt ein bisschen Holz zum Hacken, aber weil ich mehr Nahrung habe, kann ich immer noch Siedler durchproduzieren. Und dann baue ich einfach 2 Militsoldaten von dem Gold, das man ja am Anfang hat, und von der zusätzlichen Nahrung. Und greife dann praktisch bei Minute, weiß ich nicht, 2 oder 3 dann mit dem Speer und 2 Militsoldaten an. Ah, okay, verstehe. Ja, auch eine Taktik. Ja, und damit habe ich schon 2 Siedler gekillt dann. Ja, war schon nicht schlecht, ne? Richtig, ich habe halt auch gleichzeitig noch ein Bohr gelähmt, weil ich das Gefühl hatte, 3 gegen 1 muss ich das machen. Von Drake habe ich seinen Wildschwein gestohlen. Ja, haben wir gemerkt. Ja. Hat ihn ein bisschen zurückgeworfen, das stimmt. Ja, es hat mich 2 oder 3 Minuten gekostet. Ja, ich hatte eben das Gefühl, ich brauche das, um da noch einen gewissen Vorteil rauszuholen, aber dann gleichzeitig halt da Militia kämpfen und den. Ach, deswegen war es unvorsichtig, ich habe mich gewundert. Ja, richtig, das ist halt gleichzeitig, ist halt nicht so. Ja, stimmt, ach so, das hast du da in dem Moment gemacht, okay. Aber im Führen ist halt ziemlich zeitaufwendig. Ja. Mikrointensiv, gell? Ja. Von dem her wundert es mich dann nicht. Aber ich muss sagen, sowohl in Age 3 als auch in Age 2. Ich bin ja großer Fan davon, einfach nur auf Belagerungswaffen und Artillerie zu machen. Ja, ich merke schon, das machst du jetzt auch in Age 3 schon immer stärker, einfach Kanonen. Und hier auch schon, du gehst einfach nur noch auf Belagerungswaffen und wir müssen dich verteidigen. Aber jetzt am Ende war ja unsere Kombo auch richtig stark. Also ich habe Kavallerie gehabt, dann hatten wir Huskals und noch Belagerungswaffen. Das war schon eine gute Kombo. Aber du hast ja hier auch richtig Kasernen gebaut, ey, wow. Im Norden oder im Dorfzentrum und so weiter. Also den Norden hast du so ein bisschen von dir geholt, Valerie, ne? Ja, klar. Nicht irgendwie. Ja, klar. Naja, das war schon gut gemacht. Schauen wir mal noch in die Statistik rein. Ja, militärisch hast du die meisten Punkte tatsächlich auch bekommen, ja. Drake hat wirtschaftlich sehr stark gespielt, ja. Militärisch
Dauer. Ich hab halt dafür Early quasi euch gar nicht unterstützt. Naja, klar, Drake hat 3 Kills mehr gemacht als Falerin. Noch das und dann Falerin hat mir 2 mehr als ich gemacht. Wir waren dann nah beieinander. Tobi hat halt vor allem eingerissen. Die Gebäude, das ist auch sehr wichtig. Mit den Belagerungswaffen. Die Wirtschaft. Ja, genau. Ich bin halt nie dafür scheiße, weil ich einfach. Ich hab Red Wolf Zentrum produziert. Ja, da merkt man halt, dass ich nicht geschwächt wurde, ne? Falrin. Ja. Aber trotzdem, Falkmund mit der meisten Wirtschaft. Ja, ja, klar. Zustand und der Top. Ja, das hat er schon stark gemacht, bei einem 3 gegen 1 noch so viel Wirtschaft aufzubauen. So viel zu sammeln ist schon nicht schlecht. Ich habe das meiste Gold gesammelt. Ja, irgendwann hatte ich da irgendwie zigtausende Siedler bei der einen Goldmine. Plötzlich war das Gold weg und ich musste woanders hinlaufen. Das hat mir dann wieder Zeit gekostet, aber das war nicht schlecht. Und, warte mal, Reliquien. Wie viel Gold habe ich durch die Reliquien? Ah ja, 525 Gold durch Reliquien. Darf man auch nicht unterschätzen. 3 Stück hatte ich. Ja, ich bin halt nie wirklich dazu gekommen, Druck zu machen. Das war halt nach dem desaströsen Dark Age war es halt rum. Ja. Kriegst sogar 154 Siedler. Das ist der China-Boom. 100? Krass, ja halt echt 154. Dann hast du ja wirklich am Ende nur noch so maximal 46 Militäreinheiten gehabt, oder? Ja, ich musste halt irgendwie zurückkommen mit irgendwas. Ja, ja, klar, du hast ja eine Wirtschaft, du musstest ja die ganze Zeit Armee rauspumpen eigentlich ohne Ende. Am besten teure Soldaten und mit der Wirtschaft halt die besten Technologien, alles upgegradet haben. Aber hier auch, Drake hatte 134 Siedler. Da war ja ich mit meinen 106 noch eher langsam dabei, obwohl ich auch aus 3 Dorfzentren gebaut hatte, aber ich glaube auch nicht perfekt durchgängig. Das ging dann immer so schnell. Ich kann verabschieden. Ich hab's etwas eilig. Jo, vielen Dank. Ja, steht das, vielen Dank, dass du dabei warst. Genau, war ein schönes Spiel, Falkenwood. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wir liebe Zuschauer verabschieden uns auch langsam, haben hier auch ein schönes Match gehabt, das letzte Match 2 vs 1, das haben wir verloren gegen den Falkenmutter, da hat er richtig stark gespielt. 3 vs 1, das hat er dann doch nicht mehr geschafft, da haben wir, denke ich, jetzt auch ganz gut gespielt. Und man merkt dann einfach, wenn man selbst nicht unter Druck gesetzt wird, dann kann man halt auch ordentlich bauen. Dann kann man die Wirtschaft auch wie geplant ausbauen, da habe ich meine 3 Dorfzentren gehabt, Schmiede-Upgrades, wobei ich da ein bisschen hinterher kam, weil ich irgendwie immer Truppen gebaut hat und dann immer nicht die Ressourcen dafür hatte. Aber schön aufs Gold bin ich gegangen, sogar die Reliquien eingesammelt und ja, Tobi schön der Druck vorne. Drake kam dann auch noch dazu mit den Huskals, auch mit einer richtig starken Wirtschaft mit den ganzen Siedlern. 3 Marktplätzen sogar, da habe ich dann gar nicht mehr drauf geachtet, ich hatte nur einen einzigen. Ja, ich hatte sogar 4. Ach, sogar 4, okay, stark. Ja gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Wenn ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zu Age of Empires Teil 1, 2, 3 oder 4 in Zukunft, gerne abonnieren und folgt mir gerne auch auf Twitch. Dort wird natürlich auch regelmäßig wie auch auf YouTube ein Livestream stattfinden. Und ansonsten kommt auch gerne auf meinen Discord-Server oder auf den Discord-Server der deutschen Age of Empires Community. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar. Hört euch. Ciao.